Im Namen Allahs des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Liebe Kinder und liebe Zuschauer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Islamische Kindergeschichten. Liebe Kinder, unsere heutige Sendung handelt über Hazrat Umme Salim Rasitala Anha. Liebe Kinder, bevor ich euch etwas über Hazrat Umme Salim Rasitala Anha vorlese, möchte ich von euch wissen, wer sie überhaupt war. Ja, Mehe? Sie war die Tochter von Mulhan bin Khalid und von Malika bin Malik. Genau, ganz richtig. Ich lese euch nun die Geschichte vor. Ich bitte euch, aufmerksam zuzuhören. Hazrat Umme Salim Rasitala Anha. Die Geschichte des Islam ist voll von der Großartigkeit und Opferbereitschaft von muslimischen Frauen, sowie von Begebenheiten ihrer Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man findet zahlreiche Gefährtinnen, die zur Bereicherung des Islam beigetreten haben. Eine von ihnen war Hazrat Umme Salim Rasitala Anha. Sie gehörte dem Zweig Banu Adi bin Nijar vom berühmten Stamm Khazraj an. Sie wurde unter anderem Khamisa, Ramla und Sehlebian genannt, aber bekannt wurde sie eher durch ihren Familiennamen. In der Geschichte ist sie unter dem Namen Umme Salim Rasitala Anha eingegangen. Sie war die Tochter von Mulhan bin Khalid und der Name ihrer Mutter war Malika bint Malik. Als die Muslime in Medina von Islam erzählten, nahm sie ohne Bedenken den Islam an. Hazrat Umme Salim Rasitala Anhas Ehemann Malik bin Nasr war auch aus dem Stamm Khazraj, aber er war ein Feind des Islam. Als er es nicht geschafft hat, seine Ehefrau und sein Kind vom Islam abzubringen, verließ er wütend Medina und ging nach Ägypten, wo er später von jemandem umgebracht wurde. Liebe Kinder, kann mir jemand von euch sagen, welchen Stamm sie angehörte? Ja, Muskan? Khazraj. Dem Stamm Khazraj, genau, ganz richtig. Und wie hieß ihr Ehemann? Ihr Ehemann hieß Malik bin Nasr. Die Auswanderung von Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam von Mekka nach Medina ist ein bedeutendes Ereignis. Die Bewohner Medinas haben die Türen ihrer Stadt und ihrer Herzen voller Freude für die Auswanderer geöffnet. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam selbst nach Medina auswanderte, übergab Hazrat Umme Salim Rasitala Anha ihm zu seinen Diensten ihren geliebten Sohn. Zu einem Zeitpunkt, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam alleine war und auch einen Diener brauchte, trat Hazrat Umme Salim Rasitala Anha vor den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ihren Sohn an der Hand und bat dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam: O Prophet Gottes sallallahu alaihi wa sallam, das ist mein Sohn und ich wünsche mir, dass er immer zu ihren Diensten in ihrer Gegenwart bleiben möge. Könnten Sie ihn bitte zu einem ihrer Diener machen und für sein Wohl beten? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam akzeptierte diesen Wunsch von ihr und strich gütig mit seiner Hand über den Kopf des Kindes. Er betete auch für ihr Wohl und für Segnung. Dieses fleißige Kind war Hazrat Anas bin Malik Rasitala Anhu, den der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam wie sein eigenes Kind liebte. Zu jenem Zeitpunkt war Hazrat Anas bin Malik Rasitala Anhu 10 Jahre alt. In so jungen Jahren wurde er wie seine Mutter zu einem Anhänger des Islam, opferte sich wahrhaftig für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf und blieb bis zu den letzten Augenblicken von Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei ihm. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam redete ihn meist mit Ya Buniyi, O mein geliebter Sohn, an. Hazrat Umme Salim Rasitala Anha war sehr traurig, da ihr Ehemann sich dem Islam entzogen hatte. Kurze Zeit, nachdem sie verwitwet war, wurde ihr von einem Mann aus ihrem eigenen Stamm namens Said bin Sahel, den man auch Abu Talha Rasitala Anhu nannte, ein Heiratsantrag überbracht. Abu Talha Rasitala Anhu besaß viele gute Eigenschaften, doch auch er war ein Polytheist. Hazrat Umme Salim Rasitala Anha rief ihn daher zu sich und sagte zu ihm: Ich glaube an einen Gott und ich bin eine Anhängerin von Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Du aber betest Götzen an.
die ihr selber erbaut habt. Wie kann ich dich dann als meinen Ehemann akzeptieren? Als Hazrat Abu Talha Rasidala Anhu ihre Standhaftigkeit sah, trat er zum Islam über. Daraufhin nahm Hazrat Umme Salim Rasidala Anha seinen Heiratsantrag an und akzeptierte seine Konvertierung als Morgengabe. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte bezugnehmend darauf: Bis heute hat keine Frau eine bessere Morgengabe bestimmt als Umme Salim Rasidala Anha. Hazrat Abu Talha Rasidala Anhu wurde auch ein Gefährte, der alles für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufopferte. Im Haus von Hazrat Umme Salim Rasidala Anha und Hazrat Abu Talha Rasidala Anhu hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Bund der Brüderschaft zwischen den Bewohnern Medinas und den Auswanderern ausgerufen. In der Schlacht von Uhud und in der Schlacht von Hunain waren die beiden Ehepartner auch an der Seite des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Kinder, kann mir denn jemand in eigenen Wörtern sagen, was ihr aus diesem Abschnitt verstanden habt? Ja, Mehel? Hazrat Salima Raziatalanha hat einen Heiratsantrag von einem Mann namens Said bin Sahed bekommen, genau. Den man auch Abu Talha nannte. Genau, Hazrat Abu Talha Raziatalanha, genau. Richtig? Und er betete die Götzen an. Genau, richtig. Ja, Amara? Sie wollte den Heiratsantrag nicht annehmen, weil er Götzen anbetete, weil sie die selbst erbaut hatten. Und dann hat sie gesagt, dass sie deswegen nicht den Heiratsantrag annehmen möchte. Dann hat er gesagt, wegen dieser Standhaftigkeit ist er dann in den Islam übergetreten. Genau, er hat Hazrat Umme Salim Rasidala Anhas Standhaftigkeit gesehen, dass sie nur an einen Gott glaubt. Und hat dann den Islam ist dann den Islam beigetreten. Genau, richtig. Eines Tages kam ein armer Mann und in schlechten Umständen lebender Mensch zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, dass er aus Fakir komme. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam schickte eine Botschaft nach Hause, dass wenn es zu Hause etwas zu essen gäbe, es zu ihm gebracht werden solle. Es war damals eine sehr schwere Zeit. Von allen Ehefrauen erhielt er die Antwort, dass es nichts außer Wasser gäbe. Daraufhin fragte der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Gefährten, ob es jemand gäbe, der heute Nacht diesem Mann seine Gastfreundschaft erweisen könne und damit Gottes Segnung erhalten würde. Hazrat Abu Talha Rasidala Anhu bot an, dass der Mann den Mann mit sich nach Hause zu nehmen. Zu seiner Ehefrau Hazrat Umme Salim Rasidala Anha, die sehr gastfreundlich und aufopferungsvoll war und den heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam liebte, sagte er, dass dieser Mann ein Gast Gottes sei und man ihn gut bewirten müsse. Sie entgegnete daraufhin: Gott möge mein Zeuge sein. Heute haben wir nur Essen für die Kinder da. Anschließend sagte sie: Keine Sorge, heute werde ich die Kinder mit etwas Ablenkung ohne Essen schlafen legen. Ihr Ehemann schlug sodann vor: Wenn du dann das Essen anrichtest, dann lösche das Licht aus, damit sich der Gast des Propheten Allahs sallallahu alaihi wa sallam satt essen kann. Wir werden ihm Gesellschaft leisten, aber nur so tun, als ob wir mitessen. So wird das Essen dann sicher reichen. Hierbei ist auch anzumerken, dass es vor der Offenbarung des Bardergebotes unter den Arabern üblich war und als Ehrerweisung angesehen wurde, mit der gesamten Familie zusammen zu essen. So setzten sich die Ehepartner zum Gast. Nachdem Hazrat Umme Salim Rasidala Anha das Essen angerichtet hatte, stand sie mit der Entschuldigung auf, die Öllampe kontrollieren zu müssen, und drehte sie dann fast vollständig herunter. So blieben die Eheleute selbst hungrig. Doch ernteten sie große Segen Allahs für diese Tat. Dieses Beispiel von Aufrichtigkeit und wahrer Aufopferung gefiel Allah so sehr, dass er den heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam darüber unterrichtete.
Am nächsten Morgen sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Hazrat Abu Talha radhiyallahu anhu: Heute Nacht war der Herr des Himmels sehr erfreut von dir. Daher offenbarte er diesen Vers der Sura Al-Hashr. Und jene, die vor ihnen in der Stadt wohnten und dem Glauben beharrten, lieben jene, die bei ihnen Zuflucht suchten, und finden in ihrer Brust keinen Wunsch nach dem, was ihnen gegeben ward, sondern sehen die Flüchtlinge gern vor sich selber bevorzugt, auch wenn sie selbst in Dürftigkeit sind. Und wer vor seiner eigenen Habsucht bewahrt ist, das sind die Erfolgreichen. Hazrat Umme Salim Rasitala Anhas Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam wird durch folgendes Ereignis deutlich. Einmal schlief der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei Hazrat Anas bin Malik Rasitala Anho ein. Hazrat Umme Salim Rasitala Anha, welche die Mutter von Hazrat Anas bin Malik Rasitala Anho war, begann den Schweiß des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam in einem kleinen Fläschchen zu sammeln. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie nach dem Grund fragte, antwortete sie: Ich werde diese Tröpfchen meinem Parfüm beimischen, damit dieses wunderschön duftet. Hazrat Umme Salim radhiyallahu anha war stets zufrieden in Allahs Zufriedenheit. Einer ihrer Söhne verstarb in frühem Alter. Zum Zeitpunkt seines Todes war Hazrat Abu Talha radhiyallahu anhu nicht zu Hause. Daher organisierte Hazrat Umme Salim radhiyallahu anha selbst die Waschung und das Leichentuch ihres Sohnes. Zudem forderte sie die Verwandten auf, Hazrat Abu Talha radhiyallahu anhu nichts vom Tod ihres Sohnes zu berichten. Abends, als Hazrat Abu Talha radhiyallahu anhu nach Hause kam, servierte sie ihm das Abendessen. Nach dem Essen, als sie sich zum Schlafen hinlegten, fragte Hazrat Umme Salim radhiyallahu anha: Wenn dir eine Sache zur Treuhandschaft übergeben wurde und sie dann zurückverlangt wird, würdest du darüber wütend sein? Er antwortete: Nein. Daraufhin erzählte Hazrat Umme Salim radhiyallahu anha ihm: Dein Sohn Abu Amir war auch der Besitz Allahs und wurde dir als Treuhandschaft gegeben. Allah hat ihn nun zurückgenommen. Sei geduldig. Hazrat Abu Talha radhiyallahu anhu sagte: Von Allah kommen wir und zu ihm kehren wir zurück. Zudem fragte er: Warum hast du mir das nicht vorher erzählt? Hazrat Umme Salim radhiyallahu anha antwortete: Ich habe dies deswegen nicht vorher erwähnt, damit du in Ruhe essen kannst. Am nächsten Tag berichtete Hazrat Abu Talha radhiyallahu anhu dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vom Tod seines Sohnes. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lobte ihn und seine Frau dafür, dass sie mit der Entscheidung Allahs zufrieden waren, und betete dafür, dass Allah ihnen als Ausgleich reichliche Segen zuteil werden lassen möge. So geschah es dann auch, dass Allah die beiden mit einem Sohn segnete, der Abdullah hieß. Hazrat Umme Salim war sehr gütig und intelligent. Viele Ahadith wurden von ihr überliefert. Viele Menschen fragten bei rechtlichen Angelegenheiten um ihren Rat. Hazrat Umme Salim radhiyallahu anha verstarb in der Amtszeit von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Hazrat Khalifatul Masih II. Radhiyallahu anhu hielt am 8. Juli 1915 eine Ansprache von der Frauen und sagte: Die Frauen aus der Historie des Islam waren keine andere Frauen, sondern sie waren wie die Frauen aus dieser Zeit. Nur waren sie vollkommen erfüllt von der Liebe zu Allah und zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Auch heute können Frauen so werden und solche Taten vollbringen. Wenn sie dafür bereit sind, so wird Allah für sie jegliche Wege öffnen. Möge Allah in allen Ahmadi-Frauen die Liebe zu Allah und zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwecken. Möge er allen die Kraft verleihen, auf seinem Wege Opfer zu erbringen. Amin. Liebe Kinder, Hazrat Umme Salim radhiyallahu anha war eine sehr gläubige, geduldige und zufriedene Frau. Wir sollten uns ein Beispiel an ihr nehmen. Liebe Kinder, nun sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich verabschiede mich mit den Wörtern: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam.